Für die Heranreifung eines neuen Lebens besitzen insbesondere Frauen verschiedene Organe, die optimal für die Heranreifung eines weiteren Erdenbürgers geeignet sind. Der Eierstock beherbergt ca. 500.000 Eizellen, die in Follikel eingebettet sind. In jedem Zyklus reifen mehrere Follikel und damit Eizellen heran. Der dominante Follikel wird schließlich ungefähr 2 cm groß und der Fransentrichter bewegt sich über die Stelle des Eisprungs und fängt die sandkorngroße Eizelle schließlich auf. Die Eizelle besteht aus einer äußeren Schicht, die als Corona radiata bezeichnet wird und aus Granulosa-Zellen besteht. Hierunter befindet sich eine weitere schützende Schicht, die Zona pellucida. Beide Schichten müssen später vom Spermium durchdrungen werden, um an den Zellkern mit den 23 unterschiedlichen Chromosomen zu gelangen. Jedes Chromosom enthält DNA. DNA ist der Bauplan, nach welchem unser Körper funktioniert und aufgebaut ist. Augenfarbe, Körpergröße, Anordnung und Funktion unserer Organe – alles ist per DNA kodiert. Kommen zwei gleiche Chromosomen in einem Zellkern vor, kann später von einer Trisomie gesprochen werden. Die Eizelle wird innerhalb des Eileiters mit Hilfe von Flimmerhärchen transportiert. Unterstützend dabei ist Schleim, der von Drüsen in den Eileiterwänden produziert wird. Zusätzliche Kontraktionen der Muskelschichten helfen bei der Beförderung. Von der anderen Seite des Eileiters bahnt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 3 bis 4 mm pro Minute etwas anderes den Weg. Spermien. Tausende. Kaum sichtbar. Sie alle haben nur ein Ziel, die Eizelle. Spermien besitzen im Zellkern die Erbsubstanz des Vaters. Durch Botenstoffe der Eizelle finden die übrig gebliebenen Spermien ihren Weg zur Eizelle. Ziel aller Spermien ist das Durchdringen der beiden äußeren Schichten, um zu den Chromosomen zu gelangen. Das Spermium durchdringt Corona radiata und Zona pellucida, wobei die Akrosomenkappe abgebaut wird. Beim Eindringen in das Zytoplasma kommt es zur Befruchtung und damit zur Aktivierung. Die Aktivierung bewirkt unter anderem eine Strukturänderung der Zona pellucida, sodass kein weiteres Spermium eindringen kann. Zudem beendet die Eizelle durch die Aktivierung ihre zweite Reifeteilung. Dabei werden die Schwesterchromatiden in entgegengesetzte Pole gezogen
und es bilden sich der weibliche Vorkern und ein Polkörperchen heraus. Die Bestandteile des Spermiums, wie Schwanz und Kopf, degenerieren im Zytoplasma nach und nach. Der kondensierte Spermienkern nimmt im Zytoplasma schnell enorm an Größe zu und das Chromatin dekondensiert. Es bildet sich so ein männlicher Vorkern mit 23 Einchromatid-Chromosomen, die Erbinformationen des Vaters besitzen. Während der Annäherung beider Vorkerne verdoppeln beide ihre DNA, sodass zwei Chromatid-Chromosomen entstehen. Es kommt schließlich zur Syngamie, bei der die Vorkerne sich auflösen und die Chromosomen von Frau und Mann sich im Spindelapparat anordnen. Wir sprechen jetzt von einer Zygote, die die erste Zelle des neuen Menschen darstellt. Die Präimplantationsphase, die durch Zellteilungen gekennzeichnet ist, beginnt. Dabei teilen sich die Zellen immer weiter. Erst 2, dann 4, dann 8. Bei einem 16-Zell- bis 32-Zell-Stadium spricht man von einer Morula, da die Form an eine Maulbeere erinnert. Die Zellen sind weiterhin von der Zona pellucida umschlossen, somit ändert sich die Größe jener Zellmasse nicht. Es kommt schließlich zur Ausbildung der Blastozyste. Die Blastozyste besteht aus einem flüssigkeitsgefüllten Hohlraum, den Zellen des Embryoblasten und des Trophoblasten. Der Embryoblast ist die Ausgangsstruktur des neuen Lebens, wohingegen der Trophoblast Ursprung von Plazenta und Eihäuten ist. Hier noch einmal die einzelnen Stadien im Eileiter. Die Befruchtung findet in der Regel weit vorn statt, die erste Zellteilung ungefähr einen Tag nach der Befruchtung. Schließlich geschehen weitere Zellteilungen bis hin zur Morula und im Uterus spricht man dann von einer Blastozyste. Die Schleimhaut des Uterus bzw. der Gebärmutter wurde in dieser Phase bereits für die Einnistung der Blastozyste vorbereitet. Üblicherweise nistet sich die Blastozyste in der Hinterwand des Uterus ein, aber auch an der Seite, wie wir gleich sehen werden, kann die Einnistung erfolgen. Die Blastozyste schwimmt im schützenden und nährenden Gebärmutterschleim. Für die Einnistung in die Gebärmutter muss die Blastozyste zunächst aus der schützenden Zona pellucida schlüpfen. Hiernach gräbt sie sich dann immer weiter in die Gebärmutterschleimhaut wie ein Parasit ein. Schauen wir uns dies noch einmal genauer an. Die Gebärmutterschleimhaut besitzt ein schützendes Epithel und mit Blut gefüllte Kapillaren sowie schleimliefernde Drüsen. Die Trophoblastzellen verschmelzen mit der Schleimhaut und es entsteht ein Syncytiotrophoblast, wodurch sich der Embryo weiter ernähren kann. Außerdem entstehen Hypoblast und Epiblast aus dem Embryoblasten. Der Embryo gräbt sich als Fremdkörper weiter in die Schleimhaut ein, nimmt an Zellmasse rasch zu und hinterlässt eine Wunde, woraus eine völlig unbedenkliche Einnistungsblutung resultieren kann. Es bildet sich schließlich die Amnionhöhle aus. Im weiteren Verlauf entstehen der Dottersack und das Schlusskoagulum, welches die entstandene Wunde schließt und später durch Epithelzellen ersetzt wird. Der Trophoblast wird schnell größer, wobei Amnionhöhle und Dottersack zunächst relativ klein bleiben.
Hierdurch entstehen das viszerale Blatt und das parietale Blatt sowie die Verbindung zwischen beiden, der Haftstiel. Aus Primitivstreifen und Knoten bilden sich drei Keimblätter. Dieser Vorgang wird als Gastrulation bezeichnet. Die Keimblätter Ektoderm, Mesoderm und Entoderm differenzieren sich schließlich zu den verschiedenen Geweben und Organen. Im Verlauf der dritten Entwicklungswoche kommt es zur sogenannten Neurulation. Hier werden die Grundsteine des späteren Zentralnervensystems gelegt. Es bildet sich die Neuralrinne, die von der Mitte aus verschlossen wird und an deren Seite sich kleine Höcker bilden, die sogenannten Somiten. Die Neuralrinne wird zum Neuralrohr, welches später zum Beispiel das Rückenmark und Gehirn bildet. Jene Zellen werden später zu den uns bekannten neuronalen Netzen, die uns beispielsweise das Denken ermöglichen. In der vierten Entwicklungswoche ist dieser Vorgang annähernd abgeschlossen. Der Embryo befindet sich weiterhin im Amnion, welches mit dem Fruchtwasser gefüllt ist. Das Fruchtwasser besitzt zahlreiche Funktionen, von denen auch heute noch nicht alle bekannt sind. Die Ohrgrübchen, welche Grundlage für das Innenohr sind, sind erkennbar. Und auch die Herzanlage pumpt bereits Blut durch die intraembryonalen Blutgefäße. Dottersack und Haftstiel versorgen den Embryo weiterhin. Das Chorion ist die äußere Hülle und mit dem Haftstiel verbunden. Die Chorionzotten werden vom mütterlichen Blut umspült. So können sie beispielsweise Nährstoffe zum Embryo leiten und ihn nähren. Dazu später mehr. Im Verlauf der vierten Woche sind drei Schlundbogenpaare zu erkennen. Zudem sind zunächst die Armknospen sichtbar, hiernach folgen die unteren Extremitätenknospen. Der Embryo ist nun C-förmig gebogen. Die Endknospe ist schwanzartig ausgebildet. Auch die Somiten, welche unter anderem Vorläufer für Skelettmuskeln und Bestandteile der Haut sind, können noch gut identifiziert werden. Der Embryo wächst weiterhin schnell und misst bereits am Ende der vierten Woche ungefähr 4 bis 5 mm. Die Linsenplakoden und die Riechgruben werden gebildet. Die späteren Arme und Hände sowie Beine und Füße sind bereits gut zu erkennen. Die Hände werden sich bis zur achten Woche von Paddel zu getrennten Fingern ausbilden.
Embryo hat in der Mitte der achten Woche eine Länge von ungefähr 23 mm. Die Füße werden erst ein paar Tage nach den Händen ihre Schwimmhäute verlieren. Die Embryogenese geht in der neunten Woche in die Fetogenese über. Und im dritten Monat, also ab der zwölften Woche, besitzt der Fötus bereits eine menschenähnliche Erscheinung. Die Augenlider sind verschlossen, die Haut durchscheinend. In den folgenden Wochen wächst der Fötus und es findet eine rege Verknöcherung des fetalen Skeletts statt, sodass die Knochen in der 16. Woche auf Ultraschallbildern deutlich zu sehen sind. Zudem wird der Körper vollständig mit einer flaumigen Lanugo-Behaarung bedeckt, die unter anderem hilft, die von den Talgdrüsen abgesonderte Käseschmiere auf der Haut zu halten. Die Käseschmiere schützt beispielsweise die Haut vor direktem Kontakt mit dem Fruchtwasser. Ab ungefähr der 18. Woche spürt die Mutter die Bewegungen des Kindes. Außerdem hat sich bereits der Saugreflex ausgebildet. Bis zur 28. Woche bilden sich die Kopfhaare, Augenbrauen und die Wimpern immer weiter aus. Zudem öffnen sich die Augen. Der Fötus legt in den letzten Monaten stark an Masse zu und die Lanugo-Behaarung sowie die Käseschmiere schwinden allmählich. Auch wird es langsam immer enger in Mamas Bauch. Die Versorgung erfolgt erst über Haftstiel und Dottersack, dann aber vornehmlich über Nabelschnur und Plazenta. Da der Fötus nicht nur die DNA der Mutter, sondern auch des Vaters besitzt, darf sich das Blut der Leibesfrucht nicht mit dem Blut der Mutter mischen. Hierfür ist die Plazenta verantwortlich. Sie übernimmt den Substanzaustausch zwischen Mutter und Fötus. Die Chorionzotten, die zuvor vollständig über das Chorion verteilt waren, haben sich an anderen Teilen des Uterus zurückgebildet. Die übrigen Zotten blieben erhalten und sind Teil der Plazenta. Das mütterliche, sauerstoff- und nährstoffreiche Blut gelangt über Spiralarterien der Gebärmutter in den Zwischenzottenraum. Venen führen das sauerstoff- und nährstoffarme Blut wieder ab. Die Zotten entnehmen dem Blut der Mutter den Sauerstoff und die nötigen Nährstoffe. Zu den Nährstoffen gehören Kohlenhydrate, Aminosäuren, Fette, Vitamine und Eisen. Über die Venen werden dann Sauerstoff und Nährstoffe mit Hilfe der Nabelschnur zum Fötus transportiert. Über die Arterien erreichen aber auch Abfallprodukte die Zotten. So kann der Fötus seine Abfallprodukte wie Kohlendioxid, Wasser und Harnstoff an das mütterliche Blut abgeben. Der Organismus der Mutter übernimmt dann die Ausscheidung dieser Stoffe. Nach ungefähr 38 Wochen ist der Fötus vollständig entwickelt. Er misst 50 cm und wiegt um die 3000 Gramm. Die Geburt findet bereits jetzt oder in den nächsten 2 bis 4 Wochen statt.